So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Rennwochenende. Herzlich willkommen aus Austin, Texas. Wir sind in den USA zu Gast und wollen hier mal wieder ein paar Pünktchen mitnehmen. Gerade weil es in Richtung Platz 6, Platz 7 um mich so geht. Und das ist ja quasi das große Finale. Ihr seht ja schon, das Rennwochenende Nummer 19 steht schon im Haus. Ja, und dann fehlen nächste Woche so nur noch Mexiko, Brasilien und dann Abu Dhabi. Dann sind wir ja durch mit dem Ding. Na gut, okay, wie dem auch sei, wir müssen Sponsorings verwalten, das machen wir auch direkt heute, der Sekundärsponsor, Hauptsponsor kriegen wir ja nach der Saison, schießt das Team in der Saison, oh, das gibt gut, das gibt Geld, 9,8 Millionen, das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Na gut, gucken wir mal, was wir doch so haben an Ergebnissen. So, also schauen wir einfach mal. Sortieren. Ich will mal ein bisschen gucken, wo wir die meiste Kohle theoretisch mitmachen könnten. Den ersten machen wir hier mit den vier Interviewfragen. Das kriegen wir schon ohne Probleme hin. Und für das andere haben wir noch kein Level. Okay. Ja, gut. Okay, passt. So, nächste Rennwochenende, wie gesagt, ist Austin und hey, das. Boss. Ich glaube, wir können unsere Zeiteinteilung besser organisieren. Nee, möchte ich gerade nicht. Wenn du dafür die Teamaktivitäten ändern willst, geh zum Aktivitätenbildschirm und du siehst, was alles zur Verfügung steht. Okay, so. Die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ja, auf geht's, auf jeden Fall. Gehen wir rein ins Rennwochenende. Ja, die nächste Strecke, die mir nicht so liegt, aber wir müssen sie ja leider auch fahren und das ist halt jetzt mit Austin. Genau, der Fall. In Ordnung, alle mal herhören. In der nächsten Saison werden sich die technischen Beschränkungen ändern. Wenn wir nicht aufpassen, könnte ein Großteil unserer harten Arbeit umsonst gewesen sein. Also lasst uns überlegen, wie wir damit umgehen. Piloten, schaut euch an, was wir haben und entscheidet, wie viel ihr in den Schutz investieren wollt. Also gut, Leute, dann an die Arbeit. Jo. Gucken wir mal, was wir mitnehmen können. Was haben wir denn jetzt als nächstes noch? Ja, Training 1, okay. Na, können wir rein. So. So, Wettervorhersage. Qualifying und Renntrocken. Okay, wunderbar. Kein Regen, komplettes Rennwochenende. Das freut mich. Auf geht's. Ins erste freie Training an diesem Freitag Nachmittag. Ist es 14 Uhr, also kurz nach 14 Uhr. Ich denke mal so 14.05 Uhr, 14.06 Uhr, irgendwie so drehrum. Könnte das wäre sein. Aber ja, wir wollen auf jeden Fall unser Ding rocken. Das ist Austin. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. So, USA. Auf jeden Fall erstmal gehen wir raus, ja. Ich mal ein paar Rundchen drehen. Right, so, mal ein bisschen
EAS sparen, hier schön durch die ESS durch. Ja, eine Strecke, die mir so persönlich überhaupt nicht liegt, gerade was die Online-Rennen betrifft. Ich habe auch dieses Jahr für die Sonntagsliga so ausgemacht, dass ich dieses Rennen kommentieren werde. Am Ende der Saison, man sieht ja Rennen 19 dieses Jahr, genauso wie aus Singapur und dann irgendwann in Baku. Aber jetzt bin ich erstmal happy, dass ich in dem letzten Rennen in Bahrain mir zumindest ein paar Pünktchen mitgenommen habe. Also immerhin nur Platz 13, 4 Punkte noch mitgenommen habe. 4 Punkte? 4 Punkte, ja. Doch. Habe ich keine Strafen, hatte 4 Punkte. Deswegen bin ich erstmal ziemlich happy, dass das unter Dach und Fach ist. Na gut, erstmal wie die Leute aussehen, ja, Texas, wie gesagt, ich habe eigentlich nur schlechte Erfahrungen mit dieser Strecke gemacht. Damals im Auftakt in der Dienstagsliga erste Rennen gehabt hier auf der Strecke. Und direkt mal ziemlich böse verkackt, weil da ja wie einige meinten, man könnte ja so ein bisschen Autoscooter fahren wollen. Na gut, schauen wir mal, was wir drauf haben. Das Gute ist, das komplette Rennwochenende wird trocken sein. Dementsprechend haben wir mit dem Regen gar nichts zu tun. Aber wie gesagt, heute, ich weiß nicht, mal schauen, wie dieses Rennwochenende sich aufgeht. Immer wieder so leichte Quersteher auf dem Auto hier. Auch hier wieder. Ja, ich fand damals die Strecke in Indianapolis, also fand ich ein bisschen besser. Fand ich angenehmer zu fahren als das hier. Ich mag es nicht, ich finde die Strecke scheußlich. Aber gut, das ist meine eigene Meinung. Wir müssen es halt irgendwie durcharbeiten. Wir haben es geschafft, in Russland und in Japan Top-Fahrer zu sein, was die Position betrifft. Und das soll sich hier meiner Meinung nach gerne wiederholen, aber mal schauen. Wichtig ist, dass wieder mal irgendwie ein paar Punkte, auch nicht Punkte schub. Weil wir echt verloren haben mit den letzten Rennen. So, aktuelle Bestzeit 97,4. Definitiv einige Zeitverlust hatten. Ich komme hier auf dieser Strecke nicht klar. Ich sag doch, ich komme auf der Strecke nicht klar. Ja, leck mich doch. So. Wir haben jetzt ein Auto. Kimi, was?
Boah, schlimm. Ich mag die Strecke halt wieder nicht. Aber ja, wir müssen es halt mit irgendwie mitleben, mit atmen, mit arbeiten. Darum ist es richtig. So, ab in die Box mit dir. Wir müssen hier nochmal eine Runde fahren. Ja, momentane Bestzeit. 1,2 Sekunden hinter der später an dem Mercedes. Wobei das gar nicht mal so schlecht eigentlich ist. Ich meine, die Zeit ist auch klar, ist absolute Grütze. Weil ich absolut auch nicht auf der Strecke klarkomme. Aber nur 1,1 Sekunden hinter dem Mercedes, wie gesagt, klar. Wir wollen nächste Saison mit dem Mercedes-Motor angreifen. Das ist unser großes Ziel. Und dann schauen wir einfach mal. So, dann fahren wir nochmal raus. Everyone ready? Okay, let's go. Dort vor Räkeln für Giovinazzi, also zumindest das Hausbetrieb sind wir eigentlich absolut drin soll, aber mal gucken, was halt drin wird, ne? Drin sein wird. Perez, ja gut, das ist klar, dass der Racing Point davor schieben wird. Keiner erwartet, dass wir das Ding hier heute gewinnen, dieses Rennwochenende gewinnen. Aber mal gucken, was da drin ist. So, mal kurz hinterher. Den Alpha hier vorbeilassen, das ist Kimi Räikkönen. Das wäre Walter Ribottas, der soll ruhig Zeit machen. Also, wenn wir irgendwie so 6er, 7er, 8er wären, bin ich eigentlich schon voll zufrieden. Also Kimi definitiv auf der gezeiteten Runde. Vorderradbremsverteilung hochstellt. Ich habe in einem Karriere-Rennen im Liga-Rennen mich auf 70 gehabt und da kam damit deutlich besser zurecht. Naja, mal gucken. So, auf geht's. Runde 2. Also die sind so gezeitet. Die erste war ja eine gezeitete Runde. So, Vettel jetzt auf 2, auch das ist keine Überraschung. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and... Paraformia. Perez is ahead of you. A full lap separates you. Their best lap time is a 1:37.3. Natürlich, jetzt das Ding mit dem Haas jetzt gerade, was mir jetzt Zeit gekostet hat. Magnussen war das, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Guck mal, da war so mal Zeit. Fahrer vor mir. There's static over the radio. Say again. Hamilton bis Zeit. Ich habe nicht jetzt gesehen, 37,3 oder so war das, glaube ich, was. Und es reicht, um vorne weg zu, wieder an den Mercedes vorbeizukommen. An dem Racing Point vorbeizugehen in der Runde.
Ja, es macht halt viel aus auf einmal, wenn man ein Auto vor sich hat. Das ist halt genau das, was jetzt gerade. Ja, die gleiche Ecke, oder das war's. Training ist voll beendet. Okay. Mann! Ja, das war's. Ja. Das Auto weggeworfen. Und das war's. Und am Ende sind wir. Wir waren eh langsamer. Ich habe das Auto hat uns ein bisschen aufgehalten davor oder noch. Ah, scheiße, ey. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Hamilton 16. Und Max Verstappen. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, wir haben auch nicht einen Schub nach vorne gesagt. Wir müssen gucken, was wir in der nächsten Saison mit Motoren und so drin reinkriegen. Wir werden ihn mit dem neuen Motor angehen, das Rennen. Das heißt, ich werde nicht mehr groß entwickeln, sondern ich versuche, die Punkte mitzunehmen. Nun, heute scheint nicht Ihr Tag gewesen zu sein. Was sagen Sie dazu? Sie hatten ein Missgeschick im Training. Wird sich das auf die Qualifying-Session oder das Rennen aus... So, eins. Die Reglementänderungen für die nächste Saison wurden bekannt gegeben. Wie gut kann Ihr Team sich daran anpassen? Zwei. Glauben Sie, dieses Team bringt die volle Leistung? Drei. Okay. Klasse, das war dann alles. Ja, brauchen wir noch eine Antwort. Dann haben wir zumindest auch schon die Sponsorenvorgaben erreicht mit vier Antworten. Drei haben wir. So, Training 2, liebe Leute, steht uns jetzt bevor. Nur Platz 16, ja, das ist nicht einfach, aber gut, wir gucken, was drin ist. So, let's go. So, auf geht's. Fliegende Runde. Auf geht's, versuchen wir es nochmal. Was sie bisher sagt. Oder was sie. Was es heute bringt. Platz 16 ist schon mal ein kleiner Schritt nach vorne, was das betrifft. Aber es wird nicht reichen, um absolut vorne zu stehen. Aber das 16 könnte auch tatsächlich möglich sein, dass Punkte drin sind. Also, wenn ich mir die letzten beiden Rennen von mir angucke, dann bin ich auch, könnte das klappen. Naja, mal schauen, was es am Ende wird. Gut, aktuelle. Rundenzeit ist violett, aber ist klar, es kann auch, ist doch keiner auf der Strecke.
Und Gessi haben wir geschlagen. Aber der fährt auf Medium. Klar, das ist ja eigentlich eine lange dumme Zeit, als wir fahren. We have two laps of fuel remaining. Vielleicht schaffen wir nochmal eine Zeit zu setzen. Wir sind 35, als würde für die Spitze reichen. Latifi dahinter, eben wieder auf dem Medium. Aber klar. Ja, es macht halt viel aus, wenn man das Auto das freust, ne? We're low on fuel. Box in the next two laps, please. Ja, vielleicht kriege ich dir noch zumindest eingeholt. So. Runde 3. So, der nächste, der fortfährt, ist ein Red Bull. Let's make sure we don't block the car behind. He's on a much faster lap. Den Spruch habe ich, diesen Funkspruch, den hatte ich doch gar nicht. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the race. Wir müssen sowieso wieder von hinten starten, weil ja Motorwechsel dabei sein wird. Ja, das ist heute als Regel. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Ja, Qualifying hätten wir schon Platz 1 gehabt, da haben wir aber durch die Wechsel weggeschmissen und durch die Strafe weggeschmissen. Die Runde reicht eh nicht, das ist mir auch jetzt egal. Hauptsache, wir haben unsere dritte Runde, wir sind mal durch. Das, was betrifft dich. Jetzt kann man nämlich in Ruhe mal noch Bauteile wechseln. Und dann im Finale vielleicht nochmal zurückzuschlagen. Rein mit dem Trainingsgetriebe, da kann man nämlich auch noch ein fünftes Getriebe rein. Best lap so far is a 1 minute 35.1. So, eine Stunde brauchen wir, um durchzuwechseln. Ja, damit haben wir das Thema durch. Gucken, was die Position betrifft. Oh, Ocon, wir haben eine Renault geschlagen jedenfalls. Ja, ist auf 3 jetzt, stark. Man muss betreffen, dass wir dran sind auf einmal auf einem Vettel, also was das betrifft. Aber wir müssen gucken, was das jetzt dritte Mal Training ist. Egal. Wir haben eh die Strafe. Wir stehen eh ganz hinten wieder mal. Das ist mittlerweile das dritte Rennen in Folge, wo wir irgendwo in der letzten Reihe versemmeln. Oder vierte Rennen sogar in Folge. Singapur ja auch. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten. Bottas, Verstappen und Charles Leclerc. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja. Ja.
Ein Mercedes jedenfalls geschlagen, ein Racing Point geschlagen auf den gleichen Reifen. Ist in Ordnung. Wir stehen hinter dem Mercedes. Klar, Bottas vorne weg, dann Verstappen. Dann haben wir die beiden Ferrari und Lando Norris. Und dann stehen wir best of the rest. Das ist machbar. Das ist theoretisch machbar, was zu reißen hier. Was hat denn der Albon hier gesetzt? Auf 16, auf Medium, okay. Die Kollege auf 19, auf Soft. Ja, mal gucken. Ich vertraue ein bisschen auf die nächste Saison mit dem neuen Motor. Naja, wie dem auch sei. So, gehen wir rein ins dritte freie Training. So. Checkout, fliegende Runde. So, das komplette Auto ist geupdatet. Nur 5 Teile Blitz. Okay. Das wäre okay. Dann würden wir sogar aber ich glaube, das wird noch mehr werden. Wir wollen im großen Finale ja auch fit sein mit dem Auto. Dann wollen wir nochmal zurückschlagen. So, müssen wir ein bisschen konzentrieren. Es sieht ziemlich dunkel aus, aber es wird trocken bleiben. Wollte es auf den Williams sein? Ja, mit den 6. Platz bin ich ziemlich happy. Das ist meine Momentaufnahmen, zumindest eine positive. Wenn man bedenkt, was alle vor uns auf den, jedenfalls auf Soft gefahren sind, könnte man tatsächlich schaffen. Kann man es wahrscheinlich schaffen, aber mal gucken. Egal wie es wird. So, besser das 35,1, das war die Zeit, die wir mal auch geschafft haben. Boah, hinter uns Russell, der vorher die Zeit gefahren ist, Was das 34,9 auf den gleichen Reifen? Und es sind nur 0,2 Sekunden. Ja, man, die werden wir uns nicht mehr holen, aber. Out of fuel. You need to pit within the next 2 laps.
es wird nicht reichen, um in Bestzeit zu setzen. So, letzte Runde. Fürs und da geht jetzt der nächste Mercedes raus. Und jetzt ist der. Ne, jetzt ist kein. Das ist ein Mercedes, der rausgeht. Dankeschön, wir müssen jetzt aufhalten. So. Box this lap, please. Box this lap. Der Hamilton kommt aber ganz schön nach an, immer wieder. 2 Sekunden dahinter und unsere Zeit. So, zurück in die Garage, dann haben wir das Training auch durch jetzt dieser Strecke. Für heute, 3 Runden machen wir ja immer pro Training. Ja, dann stehen wir auf einmal hinter dem Mercedes. Noch nicht in den Schub, wir haben nicht gesprungen, aber wir stehen hinter dem Mercedes. Das ist okay. Und es regnet tatsächlich, es ist nicht trocken. Und damit stehen wir auf Platz 3. Hinter dem Mercedes. Das ist eine faustdicke Überraschung, wenn das jetzt nicht noch dramatisch sich verschlechtert das Wetter. Verbessert nochmal. Stark regnet. Fullwet, Bottas, ja, da bin ich immer Dritter, sind wir Dritter. Da haben wir noch sowas genau richtig getimt. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die 3 Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Bottas und Richards. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich 35 Positionen Strafe habe. Es liegt einfach an den Bauteiländerungen. Ich habe ja zum letzten Training noch das Baut, die kommenden Einheiten geändert. Insgesamt nochmal 40 Plätze Strafe, aber es ist mir auch herzlich egal. So kann man zumindest im großen Finale bei 4. letzten Saisonrennen nochmal ordentlich was rausholen. Nochmal vielleicht ein bisschen Power rausholen und vielleicht haben wir nochmal, gewinnen wir da vielleicht noch ein paar Punkte. Weil schlechter 22 werden wir nicht stehen. Level 13 sind wir schon mal. Naja, moin. Ja, dann war's das, liebe Leute. Schon mit dem freien Training für heute oder beziehungsweise für dieses Wochenende. Die nächste Session steht morgen um 14 Uhr an mit dem Qualifikationstraining, ne? Naja. Gucken wir mal. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Qualifikationstraining zum Großen Preis von USA. Morgen dann um 14 Uhr. Bis dann. Tschüss.